Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Lilly-YouTuber. Ich bin's, Tanner, und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen weiter mit Prominent getrennt, Folge 2. Ich bin gerade eben nach Hause gekommen von der Arbeit und dachte jetzt, ich habe ja schon meinen Schnitt gemacht. Ich muss nur noch meinen Part einfügen. Also mache ich jetzt das Video ganz schnell, damit es heute Abend online kommt, meine Lieben. Also interessant, diese Folge auch. Nicht so interessant wie die letzte Folge, wo wir ja gesehen haben, wie der Mr. Käse sich gemacht hat. Also kaum eine Veränderung, eher eine Steigerung. Jetzt sehe ich auf Instagram, dass er meint zu sagen, jetzt kommt Mike 3.0. Also der ist immer noch bei 1.0, da hat sich nichts verändert. Ohne Hilfe wird das, glaube ich, nichts bei dem. Und dann habe ich noch gesehen bei Buttermann und Brand bei der Fernsehschatztruhe, dass Erik auch sich geäußert hat zu meinem Fall. Ich tue das alles nur für Klicks. Erik, dein Ernst? Also, du verkaufst deine Seele für Klicks. Was willst du mir damit sagen, bitte? Also, dein Leben ist komplett inszeniert. Was ist da real, bitte? Gar nichts. Übernimm auch mal ein bisschen Verantwortung. Hab Rückgrat. Und lass dir irgendwie Eier wachsen, ne? Also mit der Wahrheit habt ihr es beide nicht so. Gut, letzte Woche hatten wir ja Prominent getrennt Folge 1 und da sind ja die M&Ms sind eingezogen, Tommy und Sandra, Gina und Emily. Gina habe ich ja interviewt, das könnt ihr euch nochmal anschauen, meine Lieben. Ich werde es nochmal in meiner Beschreibung verlinken. Und dann Emanuel und Kim Virginia. Wir haben gesehen, dass der Mike sich gar nicht verändert hat. Also für mich ist das Ganze, was hier gemacht wurde, 2.0 Sommerhaus. Irgendwie hat er sich an seinem Verhalten überhaupt nicht verändert, reflektiert nicht. Und jetzt sehe ich irgendwie, der entschuldigt sich gerade bei Instagram mit einer Story bei der Produktion. Klar, Geld ist nicht geflossen, da muss er sich natürlich entschuldigen. Das, was er da alles für Scheiß erzählt hat. Ich sag ja immer, wichtig ist, man muss erst denken und dann handeln. Und vielleicht mal 2, 3 Leute fragen, ob das, was man macht, auch okay ist. Ne? Vielleicht mal 2, 3 Tage sacken lassen und dann sich zu einer gewissen Sache äußern. Aber das, was er alles gemacht hat, seine Frau, seine Ex-Frau, der Ex-Post und dann dieses Video mit seiner Frau, was er reingestellt hat, einfach unterirdisch und die Schnitte erst geschnitten, sodass er irgendwie nicht als Buhmann dasteht, dass er nicht provoziert. Aber er meint ja jetzt, dass er damit Michelle schützen wollte. Glauben wir, Mike. Auf jeden Fall. Also das, was du in deinen Streams alles gemacht hast, seit Anfang an. Und jetzt kommst du mit sowas, dass du jemanden schützen wolltest, deine Ex-Frau. Alles klar. Glaub weiter dran, mein Lieber. Also ich sag ja, Einbildung ist auch eine Bildung. Und jetzt sich natürlich bei der Produktion entschuldigen, bei C-Point. Also ja, die wissen halt, dass du eine tickende Bombe bist, ne? Dass man dir nicht vertrauen kann, dass du keine Verantwortung übernimmst. Was sollen die da auch machen, ne? Bringt alles nichts. So, meine Lieben, wir gucken uns jetzt Prominent getrennt Teil 2 an. Kommentieren es gemeinsam. Falls du natürlich neu auf meinem Kanal bist, über ein Abo würde ich mich freuen. Einen Daumen nach oben, natürlich Kommentare. Und falls du natürlich die ganzen Folgen streamen möchtest, unter meiner Beschreibung findest du einen Link zu rtlplus.com. Da kannst du auch die ganzen Folgen streamen. Du kannst mir natürlich auch über Insta folgen und auf TikTok. Und jetzt geht's wie immer los. Krass, er hat so ein Pokerface, geht zu seiner Frau, Schatz, ich habe für dich Frühstück gemacht und davor sagt er so, Drachenfütterung, wie abartig kann ein Mensch bitte sein? Du, wer weiß, vielleicht kommt heute im Spiel. Ich will dir keinen Druck machen, ne? Aber wenn nochmal abgeworfen wird, ich glaube, dann verprügel ich dich, ja. Das sind aber neue Töne. Weiter oben ist's weniger kratzbürstig. Hier wird Bartkeramik noch brüderlich geteilt. Das ist nicht dein Ernst. Das ist aber echt lustig, oder? Tommy guckt aus der Gardine raus und kackt nebenbei. Also, ja, so ist es halt, ne, mit den Jungs, wenn die auf Klo sind. Es ist wirklich so. Ich weiß nicht, hast du ihnen gehilft? Ich hab den Oh ja. Oh, der hat, glaube ich, noch so vom Schaukelspiel Schürfwunden. Und Sandra bietet ihm halt ihre Hilfe an mit Bepanthen. Oh Gott. Wenn das Kim hört.
Hey, Kim, kann doch ein bisschen Platz machen, wenn ich gehe. Hä? Brauchst nicht so cool machen. Oh Mann, Kim, ne, das macht dich noch unsympathischer, als du bist. Mit Beleidigung kommt man nicht weiter. Nur wegen dem Martin. Rita, kann ich mit der? Hab ich vorhin schon dreimal gesagt, hässliche reden wir nicht, oder? Mit hässlichen oder hässliche, oh Gott, das will ich gar nicht aussprechen. Also es ist richtig schlimm, finde ich, diese Beleidigungen gegenüber Sandra. Sie kann auch sachlich bleiben und Tommy, der sagt gar nichts dazu. Ne? Es ist wie bei Freundschaften, wo du denkst, es ist echt close, du kannst dich auf diese Person verlassen. Nein, die sagen nichts dazu, die schweigen. Das ist, muss man echt aufpassen. Ne? Viele haben halt keine Zivilcourage. Und bei Tommy ist es auch so, der hält einfach den Mund. Statt zu sagen so, ey, das ist meine Teampartnerin, hör auf, sowas zu sagen. Ich verstehe noch nicht mal ein Wort, was die Frau sagt, Alter. Ich höre nichts bei ihr, ich sehe die nicht, fertig. Für mich irgendein Scheißdreck, der hier rumläuft. Ein Geist. Es geht weiter mit dem Shaming und Bashing. Also Kim, du sagst da ja auch in deinen Videos, dass du dagegen bist, aber was du hier tust, ist unter aller Sau. Mein Papa ist Thorsten Legert. Das Verhältnis zu Nikos Familie war angespannt und schwierig. Die waren seit 2,5 Jahren zusammen, Nico Legert und Sarah Liebig. Ja, und jetzt machen sie hier mit. Bei Temptation Island hat er sie eiskalt im Fernsehen betrogen. Also mit Syria. Und das war echt wirklich krass. Ne? Das tat mir total leid für Sarah. Aber ich verstehe auch nicht, warum die hier noch mitmacht mit ihm. Ne? Also wenn mich jemand betrogen hätte, den hätte ich einen Fuckfinger gezeigt. Auch nicht für Genugtuung würde ich das tun. Also dem würde ich auch gar keine Plattform mehr bieten. Wir haben uns letztes Jahr getrennt nach der Show Temptation Island. Ja, getrennt ist gut. Du bist fremdgegangen. Sie hat Schluss gemacht am Lagerfeuer. Das ausschlaggebende Argument, hier teilzunehmen. Da bin ich aber jetzt mal gespannt, ne? Dass ich eben nicht einfach nur die betrogene Ex von irgendeinem Z-Promi-Söhnchen bin. Okay. Sie will Genugtuung. Sie möchte zeigen, dass sie damit eventuell abgeschlossen hat. Dass es sie nicht wirklich juckt. Okay. Also ich hätte auch nichts anderes erwartet. Aber an sich verstehe ich das nicht. Muss ich nicht verstehen, aber es ist halt ihre Sache. Ja, muss jeder halt für sich selbst entscheiden. Deswegen ist halt das Schöne, dass sie mich halt wirklich so kennenlernt, wie ich jetzt geworden bin. So, und auch ihr zeigen kann, auch durch die Scheiße, die ich gemacht habe, dass ich mich so positiv verändert habe. Oh, das kennen wir ja, ne? Von vielen. Ich habe mich gebessert, ich habe an mir gearbeitet. Also ist das Nico Legert 2.0. Werden wir am Ende sehen. Du bist pummelig. Ich habe voll zugenommen. Mir kann man, glaube ich, sagen, was man möchte. Ich bin so von mir selbst überzeugt, auf Deutsch gesagt. Ich finde das mit Humor. Ich glaube, du warst schon immer extrem selbst überzeugt von dir. Dieses übersteigerte Selbstwertgefühl hat dich so ein bisschen in die Scheiße geritten. Und dass sie sagt so, dass er pummelig geworden ist. Ja, er hat so ein bisschen zugenommen. Also, wenn ich ihn nicht blöd finden würde, würde ich sagen, das steht ihm. Irgendwie hast du dich ein bisschen verändert. Was ist anders? Ja, ich habe dich nicht mehr auf den Glow-Up bekommen. Also, es klingt nicht so wirklich überzeugt aus Sarahs Munde. Ich habe einen Glow-Up jetzt. Das sieht man nicht wirklich an Sarah, finde ich. Aber sie möchte ihm halt ja so richtig geben, ne? Also so richtig Retourkutsche. Bin ich mal gespannt. Scheiße! Alles gut? Geil, Mann. Endlich jemand. Hi, hi Sarah. Hi, alles klar. Hi. Mein persönliches Highlight heute, Nico Legert. Okay, dass die beiden sich gut verstehen, das wundert mich jetzt nicht. Also wer 1 und 1 zusammenzählen kann, die passen schon ganz gut zusammen, ne? Zwei absolute Vollkatastrophen, er und ich, was Shitstorm angeht, treffen aufeinander. Okay, macht wieder Vergleiche und möchte gerne seine Sache bagatellisieren, indem er sich vergleicht mit anderen. Also Mike, das, was du alles geboten hast, schon bei Sommerhaus der Stars, bei Promi-Büßen, hier bei Prominent getrennt, das ist
das kann man nicht übertoppen. Also vergleich dich nicht mit Nico Legert, der ist noch ganz unten. Der wird wahrscheinlich auch irgendwann da in die Nähe kommen, wo du bist, aber keiner wird so sein wie du, mein Lieber. Also versuch das Ganze nicht zu relativieren. Wie geht's dir damit, mit ihm in einem Bett zu pennen? Oh, ätzend. Ich kann irgendwie seine Nähe gar nicht wirklich ertragen. Es ekelt mich quasi so ein bisschen an. Also es ekelt sie an. Sie weiß, dass sie mit ihm in einem Bett schlafen wird, aber das Geld schmeckt halt, die Gage schmeckt. Und am Ende die 100.000 Euro eventuell, wenn noch was von dem übrig bleibt. Für Geld machen die irgendwie alles. Ich bin so glücklich mit mir selbst und ich habe so viel vor die nächsten Jahre. Da wird vielleicht erstmal eine Partnerin auch gar nicht in mein Leben passen. Weil ich will gerade, ich will einfach das machen, was ich am besten kann. Nämlich nichts. Er ist nur ein Sohn von einem XY-Promi. Und falls ihr die Möglichkeit habt, schickt ihm auf jeden Fall ganz viele Gummis. Das wird, glaube ich, helfen. Michelle, was unglaublich gewesen, ja? Sie wäre Single, er ist Single und sie kommen wieder zusammen. Boah, das wäre. In der Dusche. Oh la la, Tommy, c'est super, c'est magnifique. Ich hab mir 5 Feine runtergeholt, bevor ich reingekommen bin. Und Mike so, was? Wie hast du es geschafft? Ich will das auch. Ich bin Tim, ich bin 27. Man kennt mich von Love Island und Kampf der Rave Stars. Und ich bin auch davon überzeugt, dass ich in der Villa gut ankommen werde. Das ist mal ein Selbstbewusstsein, ne? Also, was für ein Selbstwertgefühl. Hätte ich mal so ein Stück davon, dann wäre ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, würde mir mal gut tun, glaube ich. Philipp Lina, ich bin 25. Mann, bin ich gar nicht. Guck, mein Gehirn arbeitet noch nicht. Das ist noch zu früh. Ich bin auch nicht 25, ich bin 27. Oh mein Gott, Gehirn. Also, wenn man den ganzen Tag SpongeBob guckt und sich vergleicht mit Patrick Star, dann muss man sich auch nicht wundern, Süßer. War doch klar, dass du sowas sagen würdest. Dumme Leute haben meistens überhaupt keine Ahnung davon, wie dumm sie eigentlich sind. Dann kam aber raus, er hat mich in einem Club betrogen. Wir wurden gefilmt dabei. Und dann war die Sache vorbei. Oh Gott, schon wieder so ein Fremdgeher, woher RTL die immer findet. Also, Hut ab. Also, die kennen sich ja von Love Island, haben 2020 Love Island gewonnen und waren offiziell 2 bis 3 Monate, glaube ich, zusammen. Aber inoffiziell waren sie bis August 2023 zusammen, also haben sich die ganze Zeit gedatet. Er hatte halt wirklich immer dieses Schwiegermamas Lieblings-Image und ich das Image von einem Drachen. Und spätestens jetzt werde ich sein Image ruinieren. Dann kommen noch Leute, die deine Trennung beurteilen. Die sagen, ja, hast du verdient, dich kann man eh nicht lieben, mit dir kann man nicht zusammen sein. Ja, das ist halt leider Social Media, ne? Die Leute mischen sich ein und denken, über dein Leben entscheiden zu können. Also wenn du das halt bietest und dein Leben oder dein Privatleben so offenlegst, dass die Leute darüber urteilen können, muss man sich auch nicht wundern. Also ganz kurz, egal was jetzt passiert, ich weiß, wir haben viel zu klären und du schiebst übelst den Hass auf mich. Aber wir müssen jetzt hier ins Team reingehen. Das müssen wir. Ja, er hat mal Klartext gesprochen und möchte gerne das Ganze hier durchziehen, aber am liebsten hätte Melina wahrscheinlich jetzt die heiße Schaufel rausgeholt. Man hat immer noch so ein bisschen, sagen wir so 1% Hoffnung, weil wir hatten halt schon eine krasse Connection. Dann verstehe ich aber auch nicht, warum du deine tolle Beziehung gegen die Wand fährst. Jetzt kommen nur noch Probleme! Ich habe Tommy gehört. Na, dann bin ich ja nicht dein einziger Ex-Freund hier. Ja, Melina hatte auch was mit dem Tommy gehabt. Also irgendwie finden sich die Ex-Affären oder Ex-Freunde alle zusammen, ne? Bei Prominent getrennt. Ich habe eine Verbindung mit Max und natürlich mit Tim. Max hatte was mit Melina, hat die gebumst, hat die aber verarscht. Und ich glaube, Kim ist die Einzige, die durchblickt. Max und Sandra haben noch gebumst. Aber Max hasst Sandra. Und am Ende gibt es wahrscheinlich irgendwie so Rummelbums, ne, bei Prominent getrennt, wenn die alle gesoffen haben. Und dann wundern sie sich so, wer hatte was mit wem? Wurde alles aufgezeichnet? Können wir euch alles zeigen? Ich bin Lukas, ihr kennt mich vielleicht von Bachelorette. Look at me! So, Chiara und Lukas kennen wir auch. Chiara vom Bachelor und hier der Lukas von der Bachelorette Sharon. Lukas und ich waren 11 Monate lang in einer Beziehung. Und der Lukas, der ist nach Köln gezogen zu ihr. Der hat ja in Hamburg gelebt. Ja, und dann
gab es da irgendwann so einen Bruch, ne? Und dann bin ich an einem Montag von der Arbeit nach Hause gekommen und sperre die Tür auf und die halbe Wohnung ist leer. Das ist aber auch krass, oder? Wenn da einfach jemand, ohne Bescheid zu sagen, auszieht und da so ein Briefchen hinterlässt, ich verlasse dich. Und am Vortag war auch noch alles gut, ne? Also manchmal kann man einfach nicht in die Köpfe der Menschen gucken. Aber dann ändert sich schnell wieder was. Und am nächsten Tag stand er wieder vor meiner Tür und hat gesagt, ich liebe dich, weinend. Es tut mir so leid, das war der größte Fehler. Du bist die Liebe meines Lebens. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Also dann denke ich auch so, dieser Mensch ist einfach für die Tonne. Also richtig bindungsgestört. Anfangs will er, dann will er nicht, dann zieht er aus, nimmt die ganzen Sachen mit und dann kommt er wieder. Also, weiß ich nicht. Das kann man ja, also wenn er das die ganze Zeit macht, da kommen meine Nerven ja, da werden meine Nerven blank. Warum ich Schluss gemacht habe, ist, weil ich einfach in der Beziehung tatsächlich nicht glücklich war. Okay, wenn du aber in der Beziehung nicht glücklich warst, warum gehst du dann wieder zurück? Hi. Dankeschön, hi. Das letzte Mal, als ich Lukas gesehen habe, ist er einfach vor seinem Problem weggerannt, hat seine Koffer gepackt und war weg. Kann ich mir auch gut vorstellen bei solchen Menschen, die so bindungsgestört sind. Die packen dann ihre Sachen und hauen ab und am besten einfach die Finger weg von lassen, ne? Da verbrennt man sich nur. Ich freue mich, in South Africa zu sein. Es ist alles gut. Es ist wirklich nur dieser eine Aspekt, dass du da bist. Ansonsten wäre alles echt toll. Ja, die Retourkutsche sitzt direkt neben dir. Alles ist super, wenn du nicht dabei gewesen wärst. Lukas weiß ja auch noch nichts von seinem Glück, dass ich weiß, dass er mich betrogen hat. Also er hat sie auch betrogen, aber er weiß davon noch nichts. Chiara ist halt geduldig, ne? Die packt das irgendwann im Haus aus. Und dann wird er halt dumm aus der Wäsche gucken. Deine kalte Art, ich komme damit nicht zurecht, muss ich sagen. Ich rede gerne über Probleme und finde eine Lösung. Ja. Du bist jemand, der 3 Tage lang wütend auf jemanden ist. Ich bin nicht so. Aber wo soll man denn auch eine Lösung finden, wenn du fremdgegangen bist? Und Tommy so, ja, das kann ich auch von der Sandra sagen. Also Tommys Gesichtsausdruck, da kann man immer total ablesen, was er eigentlich sagen wollen würde. Am nächsten Tag dafür entschuldigt, als du wieder vor der Tür standst und geweint hast und gesagt hast, ich bin die Liebe deines Lebens und es tut dir leid und ich soll dir bitte verzeihen. Aber wie viel wiegt diese Entschuldigung, wenn du mich zurück willst und am selben Abend wieder zu mir sagst, ich bin mir eh nicht sicher, ob ich dich noch will. In dem Moment fühlt er, ist in Rage, Lovebombing entsteht, bekommt das zurück, was er wollte, aber dann überlegt er so, ich habe doch nicht große Lust. Deswegen sollte man sich von solchen Männern wirklich zurückhalten, fernhalten, auch von Frauen, die so handeln. Brauchst du immer, mach dein Ding. Ich wollte nur kurz ein Bikini holen, cool. Dings. Komm mal. Streitet weiter. Also. Los, streitet weiter. Ich brauche ein paar Details. Deswegen ist Kim nach oben gekommen. Die wollte sich so ein bisschen frisch machen. Aber nee, die will eigentlich nur zuhören. Die will eigentlich nur wissen, was da so abgeht. War das der Tag, wo dein Auto geklaut wurde? Oder war das der Tag, wo du dein Auto verloren hast? Weil es gibt 2 Tage, wo du feiern warst und irgendwas Mysteriöses mit deinem Auto passiert ist, weshalb du nicht nach Hause gekommen bist. Das ist natürlich eine gefährliche Aussage, ne? Wenn man solche Lügen verbreitet. Irgendwas ist mit dem Auto passiert. Die Polizei hat mich angehalten. Oder ich war irgendwie in der Arrestzelle oder was weiß ich, ne? Dabei lag er wahrscheinlich in den Armen einer anderen Frau. Wir waren fast 3 Jahre zusammen. Ich denke eigentlich nur positiv an unsere Beziehung zurück. Jetzt sind wir bei Max und Luisa. Max kennen wir ja von Make Love Fake Love. Ich hatte den ja auch interviewt auf der Hochzeit von Yvonne Moulin. An sich ein netter Dude, ne? Aber so wie er sich hier macht, ne, ist unmöglich irgendwie, ne, wie die sich präsentieren. Ich hätte meine beiden Hände und beiden Beine ins Feuer geworfen, dass er da nichts macht und unsere Grenzen nicht überschreitet. Denkt er, das ist die Unabhängigkeitserklärung oder was? Und der Sieg? Also der nimmt so eine Red Flag in die Hand und hält es wahrscheinlich in den Wind auf dem Berg. Und ist auch noch stolz drauf. In dem Moment war es mir aber eigentlich egal. Und das meine ich halt, ne? In dem Moment, bei Make Love, Fake Love, war ihm das egal. Hauptsache, das Geld schmeckt. Ich finde, ich habe mich ganz gut zu einer Red Flag entwickelt. Dann wird er demnächst auch irgendwelche T-Shirts wie Yassin drucken, wo da drauf steht, ich bin eine Red Flag. Ja, und dann finden die das auch noch toll. Was machst du denn hier? Wie geht's dir? Alles gut?
Wahrscheinlich ist Kim Virginia die Nächste, aber Sandra guckt schon dumm aus der Wäsche. Was der Max, meine Ex-Affäre. Melina, die ja auch mal gedatet hat. War das gar nichts, wir haben uns geküsst, ja. Mehr aber auch nicht. Was war? Ja, ich habe ein bisschen das Vertrauen missbraucht, habe ein bisschen 3 Tage geghostet. Hallo Sandra. Hallo Max. Ja, ist auch ein bisschen eklig, oder? Dass die Frauen irgendwie kein Vertrauen zu dir finden. Ich habe sie einfach mal so geghostet. Okay, ich bin mal gespannt, was noch kommt. Sandra ist eine sehr schwierige Frau. Nicht alles, was aus ihrem Mund kommt, ist die Wahrheit. Und das stimmt leider. Also irgendwie bessert sie sich da auch nicht, ne? Die wissen ja noch nicht, dass wir hier gelernt haben. Die müssen einfach nur wissen, dass wir mehr zu sagen haben als die anderen. Genau. Alles super, Kaffee und Kuchen. Ja, die beiden haben sich gefunden. Seit The 50 bilden sie immer wieder eine Allianz. Und hier wollen sie auch eine Allianz gründen. Mal gucken. Ja, Melina, das ist die erste Frau seit langer Zeit, wo ich mir so richtig den Arsch gebissen habe, dass ich verkackt habe. Mich würde mal interessieren, was die irgendwie hatten. Hatten die nur Kaffee und Kuchen oder gab es da auch Donksy Denksy schon? Ein unwohles Gefühl, man will es jetzt nicht sehen, wenn die Ex vor seiner Nase nach so einer kurzen Zeit mit jemand anderem irgendwie rummacht oder so. Das hättest du dir vorher überlegen sollen, als du fremdgegangen bist. Weil Max wird nicht locker lassen, der wird der Melina hinterherlaufen. Weil für Max ist Melina gerade interessant. Danke für den Kaffee. Jo, bitte. Ich hasse dich. Ich hasse dich trotzdem, du Ekelpaket. Chill du mal. Eine Frau, die mich einen Tag gesehen hat, ja, sagst du dir, ey, nimm dir deine Zeit. Und die weiß bis dato auch wahrscheinlich nicht, wie toxisch du bist. Wiedersehen. Ich wünsche euch viel Glück, weil ihr werdet es brauchen. Okay, danke. Krass, jetzt kommt das Spiel. Liebe Schaukel, und der Mr. Käse wünscht ihm Glück. Das ist ja mal was Neues. Wir stehen anscheinend auf dieser Schaukel. Ja. Okay, schaukeln kannst du? Jo, schaukel. Ah, ich kenne das. Ah, schaukeln. Ist das nicht irgendwas mit, wo ich springen muss? Auf die andere Seite? So, das Spiel steht auch an. Liebe Schaukel, die anderen, die im Haus ja viel früher gekommen sind, die haben das Spiel ja schon durch. Die 10.000 Euro sind futsch, weil der Mike ja Höhenangst hatte. Und es geht wieder um Sprichwörter vervollständigen. Und wer natürlich gewinnt, ist vor der nächsten Nominierung geschützt. Ich bin mal gespannt, wer von denen das irgendwie packt. Messer, Gabel, Schere, Stein sind für kleine Kinder nicht. Warum ist Licht nicht für Kinder? Stein wusste ich immer, das durfte ich nicht werfen als Kind. Vielleicht hätten dir deine Eltern mal beibringen sollen, dass du nicht mit den Gefühlen der Frauen spielst. Hey, das ist doch... Mann, das Problem ist... Warte, dreh dich da, kein Problem. Ich hab nur einen Arm. Er steht da einfach so in der Ecke, so ein armes Würstchen und kann irgendwie überhaupt nicht schaukeln und siehst die ganze Zeit, die Kraft haben muss und schaukeln muss. Also das ist nicht so easy. Dabei ist er derjenige, der eigentlich mehr Kraft hat. Das, was keine Miete zahlt, muss raus. Für mich wäre das ja auch nichts, ne? Also in der Höhe würde ich das mitmachen, aber wenn mir schlecht wird, dann ist bei mir, da kann man nichts mehr machen. Wirklich nicht. Und auch nicht zuhören. Also wenn ich das schon sehe, dann wird mir auch schlecht. Und dann habe ich halt meinen Arm so in diese Schlaufe reingetan, damit ich mich halt da reinhängen kann und schaukeln kann. Das heißt, ich konnte halt nicht mehr greifen. Deswegen musste mein Arm halt her. Boah, die hat richtige Blessuren. Oh mein Gott, krass. Die musste das rocken, die Arme. Ich sauf mir jetzt so den Arsch voll. Ich werde mir so saufen erstmal. Ne? Buongiorno, erstmal ein Bierchen. Erstmal ein Bierchen. Hattet ihr nicht irgendwie auch Alkoholprobleme, wenn er Alkohol trinkt, dass er so irgendwie komplett einen Realitätsverlust hat? Bei Temptation Island war das doch irgendwie so eine Voraussetzung von Sarah, ne? Dass er sich bitte dran halten solle. Okay. Und hier wird er zum Schluckspecht. Wenn jetzt einer... jetzt zu diesem Zeitpunkt uns nominiert aufgrund dessen, dass ich die 10.000 verschissen habe, dann warte ab. Dann war das Sommerhaus ein Gruß aus der Küche. Ich sage ja, dieser Typ wird sich nie ändern. Oh mein Gott. Dann war das Sommerhaus ein Gruß aus der Küche. Oh, wirklich, es ist so anstrengend, diesen Menschen einfach zuzuschauen. Aber es ist halt wie so ein Autounfall, man kann auch nicht weggucken. Ich merke, dass es mir sehr schwer fällt, dass er da ist. Und ich hätte nicht gedacht, dass es mich jetzt doch im Nachhinein so stört. Aber das weißt du doch, Mäuschen, dass du hier hinkommst und dass du mit dem in einem Bett schlafen musst, dass du damit klarkommen musst.
Also ich glaube, manchmal wissen die auch gar nicht, was der Sinn hinter prominent getrennt ist. Haben die sich das mal angeschaut? Wenn ich jetzt ein Typ wäre und Tommy mag den halt überhaupt gar nicht und er sagte mir, ich finde das nicht cool, dass du das und das, und dann würde ich den nicht mehr mit dem Arsch angucken. Einfach Respekt nicht, dass wir... Okay, wir haben ja gesehen, wie respektvoll du warst bei Temptation Island, wo du mit Flocke irgendeine Geschichte erfunden hast. Das dazu. Und das stört jetzt, dass Melina und Tommy jetzt irgendwie auf der Couch liegen und kuscheln. Ihr seid nicht zusammen, Tommy kann machen, worauf er Lust hat. Das Problem ist, ich will heute besoffen sein. Aber das passiert bei mir einfach nicht. Das ist traurig. Trink doch. Alles gut. Trink das Bier und das hier. Soll ich mal machen? Tommy, ich merke gar nichts mehr. Der merkt überhaupt gar nichts, ne? Das ist irgendwie wie so ein Loch in seinem Magen. Aber es ist auch gefährlich, oder? Mit Alkohol und Nico. Da hätte man echt vorher schon sagen sollen, du darfst kein Alkohol trinken. Ich bin extrem horny. Es wird gefährlich. Kurz war ich auch kurz Bock auf meine Ex gehabt. Ja, du, ich sag dir ehrlich, du lebst gefährlich. Derbe gefährlich, auf richtig dünnem Eis. Sogar der Vater hat jetzt irgendwie auf Instagram eine Story aufgenommen, wo er sich mit seiner Frau Alexandra davon distanziert, wie sich Nico hier gegeben hat. Das haben die auch damals nach Temptation Island gemacht. Und dann hat Papa bei The 50 gesagt, so, ich bin richtig stolz auf meinen Sohn. Der hat richtige Werte gelernt im Elternhaus. Also, das sind die richtigen Werte. Tommy hat gesagt, kleiner Bussi auf die Wange. Ist das okay? Wir sind nicht bei Temptation Island. Genau. Und die fahren da so. Tommy hat gesagt, dass ich einen kleinen Bussi auf deinen... Auf, ja, ne? Darf ich mal hinterlassen? Das ist richtiger Smatter. Frech. Ich würde auf allen Vieren, würde ich zu dir. Virginia, bitte, geh. Geh bitte. Geh, aber geh mit Gott. Er sagt Virginia. Oh Mann, ey, es ist echt peinlich, wie sich Nico verhält, wirklich. Ich merke schon an ihrem Blick, dass sie so genervt ist, gell? Wollen wir noch ein Bierchen trinken? Nee. Melina, komm hoch, wollen wir noch ein Bierchen zischen? Also richtig peinlich, der Nico. Die Frau hatte keinen Bock auf ihn. Und er, egal. Hauptsache, zwei Beine, Brüste, das reicht für ihn. Ich mag sie nicht, aber irgendwie mag ich sie auch. Weißt du, was ich meine? Ich bin offen für alle Frauen. Er findet sie eigentlich gar nicht attraktiv. Er will einfach nur... Knickknack machen, mehr nicht. Er ist ein Hampelmann und er wird ein Hampelmann bleiben. Mach langsam, ungefähr. Genieß das. Oder ich genieße es die ganze Zeit. Ich weiß, ich sehe es. Er genießt, ne, indem er so eine ganze Flasche irgendwie äxt. Indem er alles äxt. Das ist Genuss für ihn. Zu Hause? Egal, nicht zu Hause. Hier, aber ihr wisst ganz genau, wenn ich gewinne, Escort-Noten, Vollgas. Ey. Also. Hat niemand gehört. Das sind wir doch nur. Aber das zeigt seinen Charakter, ne? Im besoffenen Zustand. Also wenn er halt nüchtern ist, ist er leise neben Papa, ist wie so eine kleine Maus mit Hut. Aber wenn er alleine ist und gesoffen hat, ja, das ist mal gute Werte, ne? Das sind gute Werte, wie der Papa schon meinte. Ach, ich will heute, warum guckst du die ganze Zeit zu deinem Ex rüber? Ich stehe bis immer noch. Es ist so respektlos, oder? So respektlos, dieser Mensch. Buongiorno. Ich dachte, die meisten sind halt so, Alter, ein bisschen privilegiert, aber einfach so schick anziehen kann. Ja, das ist ja. Also für einen Menschen, der nicht trinkt, ne? Also ich habe noch nie Alkohol getrunken. Wenn ich das sehe, dann bin ich echt glücklich. Hast du wirklich zur Sache von gesagt, dass du ihn noch lebst? Nein, okay. Ich dachte nicht. Ich hab gesagt, höchstens bumsen. Der lallt regelrecht, ist richtig stockbesoffen, obwohl ich direkt vom Bildschirm aus sehe, rieche ich regelrecht seine Fahne. Und wie respektlos. Also wenn das jetzt Sarah sieht und sein Vater natürlich, hier der Thorsten Legert, da kann Sarah wirklich froh sein, dass sie den los ist. Für mich Fokus Nummer 1 ist, dass Sarah gut geht, dass es mir gut geht und dass wir die Spiele gewinnen. Also das, was du dann gerade von dir gibst, das glaubst du selbst nicht, oder? Du bist einfach richtig
Also wirklich, Gina, du bist einfach ekelhaft. Das ist fucking asozial. Spuck mich nicht an, Junge, spuck mich nicht an, du hast mich angespuckt. Boah, das ist mal richtig krass, oder? Also, Gina soll sie beim Reden wahrscheinlich angespuckt haben, ne? Passiert manchmal. Und dann wird sie so richtig übergriffig, fast schon gewalttätig, indem sie halt so an den Hals geht von Gina. Oh, ich will nicht wissen, was mit denen irgendwie in der Beziehung alles passiert ist. Vielleicht sollte ich echt mal noch ein Interview führen mit der Gina. Was denkt ihr? Ich auch. Ich habe deine scheißdreckige Spucke in meiner Fresse. Fick dich! Fick dich! Ja, das ist dann die Reaktion von Gina, ne? Also, ich hätte Emily ja hochkant rausgeschmissen, nachdem ich das gesehen hätte, wo sie so handgreiflich wurde. Asozial. Du bist peinlich und asozial. Kleine Bitch, Alter. Das reicht, diese kleine Nutte, Alter. Fick einfach dich, Alter. Okay, diese Beleidigungen gehen auch überhaupt nicht. Finde ich nicht okay. Aber das, was Emily halt gemacht hat davor, das hat sie wahrscheinlich komplett gereizt, die Gina, weswegen sie jetzt ausartet und beleidigt. Ja, also ich will echt nicht wissen, wie es in der Beziehung bei denen war. Es war immer dieses Up and Down and Up and Down. Weißt du, was mich abfuckt? Immer wenn ich da eingestellt und ich bin aggressiv und ich bin nicht aggressiv. Und ich finde, dass Emily wirklich aggressiv ist. Und klar ist Gina auch aggressiv, aber Emily ist diejenige, die die richtigen Knöpfe bei Gina drückt. Und sie weiß auch, welche Knöpfe sie drücken muss. Also ihr könnt euch gerne noch mal mein Interview mit Gina anschauen. Und ich habe Gina ja auch persönlich dann kennengelernt. Wir waren dann noch mal essen und so, haben drüber gesprochen. Ich glaube, das Beste ist einfach nur, dass die wirklich getrennte Wege gehen. Und es ist halt so eine Hassliebe, ne? Ich hasse dich bis auf. Generell bin ich jetzt auch gar nicht in der Mut, überhaupt hier noch mit ihr zu reden. Für mich gibt's auch nicht. Für mich gibt es nichts zu klären, weißt du, aber was ich meine? Ich sag dir, was soll ich jetzt mit ihr klären? Was du genau? Du musst nichts mit ihr klären. Und Kim weiß ganz genau, wie der Hase läuft. Wir kennen sie ja von Dschungelcamp, wie sie halt wirklich den Mike provoziert hat. Ne? Und jetzt erzählt sie mal, womit man Leute provozieren kann und womit nicht, was man nicht machen sollte. Hören wir aus Kims Munde als Date-Doktor. Alles klar, wenn du mit mir sprechen möchtest, normal wie eine Erwachsene, kannst du das machen. Ich gehe jetzt, weil ich finde das nicht gut. Ja. Nur so und nicht aggressiv. Ich weiß, es ist super schwierig und du musst dich voll zusammenreißen, aber leider geht es nicht anders. Und das hat Mike auch des Öfteren gesagt und sie hat nie nachgelassen. Sie hat extrem provoziert. Also wusste sie, wie man Mike eigentlich auf die Palme hätte bringen können. Aber Mike hat zum Glück nicht geantwortet, hat alles zurückgehalten und hat einfach sachlich mit ihr geredet. Aber Kim beruht darauf, einfach jedes Mal verbal Menschen zu attackieren, sogar zu beleidigen, haben wir hier auch mitgekriegt, gegenüber Sandra. Liebe Ex-Paare, ihr musstet euch alle beim Spiel Liebesschaukel beweisen. Sarah und Nico, mit 6 richtigen Antworten habt ihr die meisten Sprichwörter korrekt ergänzt. Somit seid ihr vor der nächsten Nominierung geschützt. Okay, Mike und sein Kumpane hier, Nico Legert, die sind Arm in Arm, die verstehen sich richtig gut. Hätte ich mir auch nicht anders vorstellen können. Nico Legert und Sarah haben das Spiel gerockt, weil der Nico Legert einfach gut war, was die Sprichwörter angeht. Ich gebe jetzt erstmal ein Alter, komm. Einfach nur abartig, wirklich. Also wenn der mein Sohn wäre, ne, ich hätte mich im Grund und Boden geschämt. Also Thorsten Legert sagt das ja auch noch mal in seiner Insta-Story. Was hat er bitte in seinem Stübchen gelernt? Und was passiert hier im Meisenhirn von Bibi Blocksberg, wenn er trinkt? Ne? Also da ist ja komplett alles weg. Gut, meine Lieben, ich bin gespannt auf eure Meinungen. Auf eure Kommentare, falls du natürlich neu auf dem Kanal bist, über ein Abo würde ich mich freuen. Ein Daumen nach oben, natürlich Kommentare und falls du noch die ganzen Folgen streamen möchtest, unter meiner Beschreibung findest du einen Link zu rtlplus.com, da kannst du auch die ganzen Folgen streamen. Du kannst mir natürlich auch über Insta folgen und auf TikTok. Ich danke euch vielmals.